Der Pinzgau erwacht zum Leben, denn das langersehnte Honky Tonk Festival kehrt zurück. Am Samstag, den 7. Oktober 2023, wird Saalfelden erneut zur Bühne für ein einzigartiges Live-Musikspektakel. Dieses außergewöhnliche Event wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der Stadtgemeinde, der Saalfelden Leogang Touristik GmbH und in Kooperation mit Antenne Salzburg präsentiert, um den Pinzgau in ein klangvolles Fest zu verwandeln. Also mit dem Wolfgang zusammen haben wir eine tolle Medienkooperation abgeschlossen und hoffen, dass wir das Honky Tonk Festival in Saalfelden und auch in Oberndorf tatkräftig unterstützen können und einen Haufen Leute herziehen können. Antenne ist ja Marktführer hier in Salzburg und wir hoffen doch, dass wir ein lässiges Festival zusammen feiern können. Ja, das machen wir natürlich gerne. Wie jedes Jahr, Honky Tonk ist insofern ein Aushängeschild und wir freuen uns wirklich drauf. Kommt zu uns, schaut sich das an, jede Wirtschaft hat was zum Bieten. Es wird ja wieder ein riesengroßes Event werden. Und wie unterstützt die Braunion dieses Event? Ja, natürlich einerseits mit unseren Marken. Zipfer ist da ganz vorne dabei bei diesen Veranstaltungen. Auch mit unserem Know-how, mit Equipment unterstützen wir die Gastronomen insofern sehr gerne. Das Motto lautet noch vielfältiger und noch unterhaltsamer. An zahlreichen Veranstaltungsorten treten nationale und internationale Künstler auf und sorgen dafür, dass die Musik bis 1 Uhr morgens niemals verstummt. Von Evergreens bis zu den aktuellen Chartbreakern, von Blues bis Country, Rock, Soul, Folk, Latin bis hin zu den Highlights der Rock- und Popmusik. Beinahe 2 Jahrzehnte, wo es Honky Tonk da in Saalfelden stattfindet und wir freuen uns jedes Mal, wenn diese Veranstaltung da bei uns in Saalfelden ist. Ganz eine wichtige Veranstaltung für uns in einer Zeit, wo man doch schon wieder ein bisschen Richtung Herbst geht und da sind wir eigentlich schon im Herbst und wichtig, dass wir diese Veranstaltung seit Jahrzehnten fast eigentlich da in Saalfelden haben dürfen. Wichtig ist, dass die Gastronomen, die was wir vor Ort haben, weiterhin mit dabei sind, denn sonst wird es irgendwann schwierig und das wird sicher auch die Challenge werden für die nächsten Jahre, dass wir schauen, dass wir da weiterhin an einen Strang ziehen und wir weiterhin das Honky Tonk in Saalfelden begrüßen dürfen, aber die Vorfreude ist groß und deswegen kommt alle zum Honky Tonk 2023. Und wir sind eben als Tourismusverband auch immer sehr froh, wenn wir solche Veranstaltungen haben, die einfach die Innenstadt in Saalfelden beleben. Die unterstützen wir natürlich immer sehr gern, dass einfach wieder ein bisschen was los ist. Und wir sind ja als Veranstalter auch unter anderem vom Jazzfestival mit sehr vielen Kulturveranstaltungen natürlich auch betraut. Und sind da immer froh, wenn rundherum außer diese großen Veranstaltungen auch noch sehr viel stattfindet und für unsere Gäste und Einheimischen was geboten wird. Das Festival verspricht eine breite Palette an Musikrichtungen, die man selten an einem Ort findet. Das Honky Tonk war immer ein Highlight bei uns im Saalfelder Nachtleben und wir freuen uns, dass es immer noch stattfindet und wir freuen uns auf die Unterstützung und auf die Support für unsere ganzen Gäste, nicht? Dass die Veranstaltung wieder ein toller Erfolg wird, nicht? Wie es die ganzen Jahre stattgefunden hat. Wir haben wieder natürlich eine super steirische Band, eine Band Kurek wie jedes Jahr. Die Einheimischen kennen dann schon, die feiern dann, denen taugt es. Und wir sind natürlich top motiviert und in die Startlöcher. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das Honky Tonk Live Musikfestival am Samstag, den 7. Oktober 2023 in Saalfelden zu erleben.